Mein Name ist Erwin Nolde. Vor 20 Jahren habe ich mein Ingenieurbüro Nolde Innovative Wasserkonzepte gegründet und arbeite seitdem sehr intensiv unter anderem an dem Thema Grauwasserrecycling. Wir befinden uns hier in dem neu erstellten Studentenwohnheim im Bezirk Berlin-Pankow. Dieses Studentenwohnheim wurde kürzlich neu errichtet für 450 Betten. Das warme Duschwasser und auch das von den Handwaschbecken wird getrennt gesammelt und hier im Keller so aufbereitet, dass es ohne hygienisches Risiko, ohne Komfortverlust zur Toilettenspülung, zum Wäschewaschen oder auch zur Grünflächenbewässerung benutzt werden kann. Das Duschwasser hat eine Temperatur von über 30 Grad und kann so auch hervorragend zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Abwasser generell ist für uns eine Ressource für neues Wasser, für Nährstoffe und für Energie. Seit 20 Jahren betreiben wir die ersten Grauwasser-Recycling-Anlagen. Vor 10 Jahren neu hinzugekommen ist die Wärmerückgewinnung aus dem warmen Grauwasser. Und seit 5 Jahren bieten wir das eigentlich auch als Contracting an. Als erster Aufbereitungsschritt gelangt das warme Grauwasser durch ein Sieb. Hier wird es von Störstoffen wie Haare, Q-Tips oder was da sonst noch drin ist, befreit. Es fließt dann in den ersten Behälter, wo die Vorreinigung und Pufferung des Grauwassers bewerkstelligt wird. Nach der Vorreinigung passiert das Grauwasser einen Wärmetauscher und gelangt so in die Hauptreinigung. Vorreinigung und Hauptreinigung sind nahezu identisch aufgebaut mit Schaumstoffwürfeln, auf denen Mikroorganismen sitzen, die das Wasser entsprechend reinigen, wofür sie lediglich Luftsauerstoff benötigen. Nach der Hauptreinigung passiert das behandelte Grauwasser einen Sandfilter, um restliche Schwebstoffe zu entfernen. Anschließend wird es mit UV-Licht desinfiziert, damit es hygienisch einwandfrei ist. Und es passiert dann zum Schluss nochmal einen Wärmetauscher, bevor es im Betriebswasserspeicher bevorratet wird. Das Wärmebettverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es wenig Energie für die Aufbereitung des Grauwassers benötigt. Das sind 1,5 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Die Wärmerückgewinnung zeichnet sich dadurch aus, dass wir etwa das Zehnfache, was wir an elektrischer Energie in die Aufbereitung gesteckt haben, als Wärme zurückgewinnen können. Insofern haben wir eine energiepositive Kläranlage. Für die 450 Bewohner brauchen wir einen Stellplatz von knapp 50 Quadratmetern. Vom Büro aus können dann sämtliche Komponenten angesteuert oder abgeschaltet werden. Wir können Temperaturen messen, wir können Füllstände messen, die Betriebszeiten, die Wasserverbräuche. Dieses alles läuft zentral auf und kann entsprechend ausgewertet werden. Seit über 15 Jahren betreiben wir auch in unserem eigenen Mehrfamilienhaus das Grauwasserrecycling. Seitdem geht kein Tropfen Trinkwasser mehr durch die Toilettenspülung. Die Technik hat sich bewährt, die Technik ist vorhanden. Und wer heute neu baut und dabei das Wasserrecycling und auch wie hier gezeigt das Energierecycling nicht realisiert, der beginnt quasi eine Bausünde halt. Und diese Bausünde wird er vermutlich in den nächsten 20 oder 30 Jahren nur schwer korrigieren können.